dritten Teil unserer Vortragsreihe Wissen, was wichtig wird, mit der wir Sie alle ein bisschen für die kommenden Entwicklungen in der Wissensarbeit sensibilisieren wollen. Wir haben heute Abend Tilman Kohlhase zu Gast, der über Information, Animation und eben Emotion sprechen wird. Animation kennen wir aus der technischen Dokumentation. Das ist ein klassisches Medium, mit dem wir uns auseinandersetzen. Information ist für uns natürlich auch ganz wichtig. Lediglich mit der Emotion ist es in der technischen Dokumentation vielleicht ein bisschen schwieriger, einen Brückenschlag zu finden. Gibt wenig Informationsprodukte, die wahrscheinlich sachlicher oder vielleicht auch dröger sind als Stückteillisten, Richtlinien und Anleitungen. Aber wenn man von einem weiten Verhältnis von technischer Dokumentation ausgeht, das wir hier lehren und dem wir ja auch diesen Namenszusatz multimediale Dokumentation verdanken, dann zählen auch werbliche Inhalte, Marketingmaterialien oder auch Videotutorials dazu. Und da oder bei deren Wirken ist natürlich der Einsatz von Emotionen sehr wichtig. Und darüber hinaus ist es ja auch nicht verboten, dass auch Anleitungen generell vielleicht emotional ansprechend sind. Ich freue mich immer, wenn ich auf unserem YouTube-Kanal die Arbeiten der Studierenden sehe über Videotutorials, wo das durchaus berücksichtigt wird. Tilman Kohlhase ist Professor im Fachbereich Media an der Hochschule Darmstadt für den Bereich Animation and Game Production. Außerdem lehrt er an der Filmakademie, oder in der Akademie für Film und Fernsehen heißt sie, in Babelsberg. Das heißt, das Filmuniversität, aber es ist schon ein bisschen her, dass ich da war. Aber die sind jetzt seit 2 Jahren als Filmuniversität. Okay, an der Filmuniversität. Lässt sich aber schlecht sprechen. Ja, Filmakademie. Heißt sie noch Konrad Wolf? Konrad Wolf heißt sie. Okay, also an der Konrad Wolf Akademie in Babelsberg. Er hat auch eine eigene Filmproduktionsgesellschaft. Seine Zielgruppe sind vor allem Kinder, nicht? Also die Filme richten sich an Kinder. Und die Medien, die er bedient, oder die Filme, das ist eigentlich auf der Spannbreite von Realfilm bis Animation alles, also auch die hybriden Typen dazwischen, die Stop-Motion und Kombination aus Real-Action und Animation. Ja. Aber ansonsten übergebe ich jetzt das Wort an Sie. Ja, vielen Dank für die Vorstellung, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank, dass so viele hier sind. Wissen, was wichtig wird, ganz kurz für die Fußballinteressierten, also der Ball wird auch in Zukunft noch rund sein. So. Ansonsten, wenn jemand sagt, der weiß, was wichtig wird, bitte dem nicht trauen, weil das kann keiner wissen, das sind alles Versuche und Ideen, wo es hingehen kann, was ich auch heute vorstellen möchte. Also ich bin auch kein Prophet, also wenn das alles nicht eintritt, okay, ich übernehme dann einfach keine Verantwortung für, aber ein bisschen liegt es ja auch an einem selber und an uns selber und Ihnen selber natürlich auch, wie Sie diese Ideen, die neuen Medien, die neuen Formen nutzen, annehmen, überlegen, was kann man damit noch machen. Und das ist eigentlich auch das Schöne, dass das, was ich heute erlebe, als ich angefangen habe, gab es so gut wie kein Internet und nichts. Und alles, was wir so gesehen haben, mitgekriegt haben, war für uns immer wie Goldstaub und wir haben versucht, das zu kriegen und was daraus zu machen. Waren so ein Stück weit Pioniere und das hat sich eigentlich toll angefühlt. Und gerade bei diesem, gerade am Ende mache ich so ein paar Ausflüge in, was gerade so neu entsteht. Da ist man immer noch wieder ein Pionier, was man da machen kann in der Verbindung Interaktion und Animation und Games. Und das ist eigentlich recht spannend. Und da kann man auch alle nur ermutigen, da was zu machen, weil da gibt es noch keinen richtigen Markt, noch keine richtigen Regeln. Da ist man noch Entdecker. Und das macht extrem Spaß. Und da will ich einfach auch ermutigen und das ein bisschen einfach auch ein paar neue Ideen vielleicht mitteilen, informieren, zum Nachdenken anregen. Gut, konventionell funktioniert natürlich auch immer. Okay, kurz Emotionen, da möchte ich ganz kurz noch einhaken. Das war ein Ball, wenn einem der Ball zugespielt wird, wenn man Fußball nimmt, dann will man den auch aufnehmen. Also ich denke oft da so gerade auch Dinge, die man dokumentiert, auch eher sachliche Sachen können durchaus Emotionen haben. Ich finde, das ist so ein bisschen verpönt, das muss ganz sachlich sein. Also Lerntheorie, wenn man sich damit ein Stück weit beschäftigt, was ja wahrscheinlich auch Inhalt ist hier, wissen wir alle, dass wir unter Emotionen viel, viel besser lernen, weil da die entsprechenden Hormone ausgeschüttet werden, die nötig sind, negative, positive, was immer, aber das, was wir emotional mit einer Immersion, mit einer persönlichen Beteiligung lernen, geht einfach besser in den Kopf und ist verwertbar. Gut, bevor ich jetzt zu lange darüber rede, fangen wir hier an. Gut, also ich wollte, bevor ich anfange, also grundsätzlich ist zwar ein Vortrag, aber letztendlich immer dazwischenreden, Fragen und so weiter gerne willkommen, ist für mich im Dialog immer viel, viel einfacher. Und ich fange so ganz bisschen interaktiv an, einfach die Grundfrage ist, was ich überlegt habe, aus welchen Studiengängen kommen Sie, das heißt, was haben Sie vorher gemacht? Und da würde ich einfach mal so 3, 4, 5 bitten, das mir mal ganz kurz zu sagen. Und als Belohnung, wenn man mir das verrät, darf man eine Erwartung an den heutigen Abend äußern.
ich schreibe die auf und dann am Ende werde ich feststellen, ob ich die erfüllt habe oder nicht. So, also wer kommt auf welchen Studiengang, den er vorher gemacht hat? Wir fangen jetzt einfach hier an. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Okay, und eine Erwartung? Nein, nicht richtig. Keine? Okay, keine Erwartungen, natürlich leicht zu erfüllen, aber okay. Gut, ist irgendjemand mit einer größeren Herausforderung? Also Wirtschaftsingenieurwesen haben wir, was haben wir noch? Alles Wirtschaftsingenieurwesen? Ganz bestimmt nicht. Gibt es noch andere Studiengänge, die vorher studiert wurden? Oder? Ja. Ich habe Medienwissenschaften studiert und ich hoffe, dass ich gleich, wenn Sie was mit Animation machen, das ein oder andere Tool nennen. Okay. Gut. Ja, ist ein guter Hinweis, dann gehe ich zwischendurch mal, wenn ein Tool wichtig ist, erwähne ich das. Ja. Gut. Ja. Im Bereich Germanistik, Geschichte. Okay. Und ich erwarte einen starken Bezug zu dem Niveau. Okay. Aber. So, einer darf noch. Anglistik, Amerikanistik und ja, Thema Emotionen. Okay. Gut, super. Gut, hilft mir schon mal ein bisschen weiter, beziehungsweise weiß ich so ein Stück weit, wo ich dann einfach ein bisschen tiefer drauf eingehe. Also die, die es mir jetzt gesagt haben, haben einen deutlichen Vorteil, weil die kriegen mehr Informationen. Okay, ich fange ganz kurz an. Es gab schon, gut, Name, Fachbereich und Studiengang sind klar soweit. Ganz kurz hier zu mir, also ich habe seit 2004 bin ich an der Hochschule als Professor, habe leider dann wenig Zeit noch Dinge zu machen, habe vorher sehr viel Filme gemacht, wie schon gesagt wurde, habe Dokumentarfilme, Kurzspielfilme gemacht. Nach dem Studium hat mich insbesondere die kurze Form interessiert, also Kurzfilme zu machen, und wenn man davon überleben will in Deutschland, das war dann so Anfang der 90er, gab es halt den Bereich Kinderfilm, weil sonst ist halt lange Formate, die man eigentlich beim Fernsehen nur unterbringen kann. YouTube gab es, wie gesagt, noch nicht. Und dadurch bin ich so ein bisschen in die Kindergeschichte rein und auch mit Animationen und durchaus und habe viel Dokumentarfilm gemacht, unter anderem auch für Arte und andere Sender, habe Kurzspielfilm gemacht, hatte meine Nominierung zum Bundesfilmpreis, das war 89, und habe danach relativ viel für Kinderfilm gemacht, weil die Sendereihe Siebenstein, ZDF, weil ihr das kennt, und auch hier für Sandmännchen einige neue Folgen gemacht. So ein Stück weit, weil sie vielleicht so eine kleine Anekdote entstanden, ich habe ein anderes Thema vorgeschlagen bei dem Sender und irgendwann haben die mir dann einen Brief geschrieben, das war 1999, der Sandmann soll 2000 kompatibel werden, das war eine große Diskussion damals, ja, 2000 kompatibel sollte er auch werden. Habe dann sozusagen versucht, alles zu verändern, was ich verändern konnte, und habe so ein paar neue Rahmengeschichten gemacht, die laufen auch immer noch. Und auch 2009 war die letzte Produktion. Gut, das zu mir, ein Stück weit zu unserem Studiengang. Also seit 2004 unterrichte ich an der Hochschule Darmstadt. Der Studiengang heißt inzwischen Animation and Game. Und wir beschäftigen uns sehr stark auch mit diesen Schnittfeldern zwischen Animation und Game. Was haben die gemeinsam, was macht die aus? Haben ein Bachelorprogramm mit 7 Semestern im Moment und einfach dir mal so ein paar Beispiele von Arbeiten. Wir versuchen wirklich Animation and Game zu machen, zu gucken, wie passt das zusammen, wo sind die Dinge. Wir hatten so ein Stück weit auch mal diskutiert, das zu trennen, aber es hat funktioniert sehr gut gemeinsam und auch für die Studierenden ist es einmal eine Herausforderung und auch eine Profilierung, wenn ich in beiden Genres zu Hause bin. Natürlich die Berufswahl auch wesentlich größer. Gut. So, Animation, was ist das überhaupt? Ich mach's nochmal weg. Ich frage erstmal, was Animation ist. Hat irgendjemand eine Idee, wenn dann auf der Straße an jemand fragt, was ist Animation überhaupt? Keiner? Warum sind Sie alle hier? Keiner weiß, was Animation ist. Gut, frage ich erstmal nicht weiter. Kostet zu viel Zeit. Gut, es gab mal einen, der hieß Norman McLaren, und das ist einer der Pioniere auch gewesen von Animation. So in den 40er Jahren am National Film Board in Kanada, in Montreal, hat er sozusagen die Animationsabteilung aufgebaut und hat sehr, sehr viel experimentiert auch mit Animation. Was kann ich da machen? Ich weiß nicht, ob Norman McLaren ist irgendwie ein Begriff. Gut, okay, hat viel so... Manche kennen diesen Film Neighbors, wo so diese beiden so in Pixelation gemacht und die Figuren schweben so. Hat einen Oscar gewonnen, 54. Aber okay, ist jetzt nicht so wichtig. Was wichtig ist, ist das, was er hier gesagt hat. Und das finde ich eigentlich auch sehr schön, weil es eigentlich klar macht, was Animation besonders macht, was der Unterschied ist auch zum normalen Bild. Oder viele denken auch immer, dass es einfach so schöne Bilder malen und die hintereinander hängen. Aber eigentlich kommt es darauf an, was ist zwischen den Bildern. Ja, was entsteht da? Und zwischen den Bildern, dadurch, dass sie sich unterscheiden, entsteht eine Art Bewegung. Und in dieser Bewegung ist eigentlich das Geheimnis. Also er sagt immer, dass Animation ist das, was zwischen den Bildern passiert. Das sind nicht die einzelnen Bilder. Und da gehe ich nachher nochmal ein Stück drauf ein. Und das finde ich einen ganz schönen Ansatz,
den man auch hier sieht, wenn man so guckt, irgendwie, das komme ich gleich zu mit Standbild, Bewegtbild und so weiter, das habe ich hier. Ja. Also wir haben sozusagen hier normalerweise das Wort, mit dem wir umgehen, und dann gibt es diesen schönen Spruch, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Kennen wahrscheinlich alle. Ob das stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ist zumindest was, wo man darüber nachdenken kann. Und wenn man jetzt ein Stück weiter geht und sagt, Animation ist das, was zwischen den Bildern ist, dann sind das vielleicht mehr als 1000 Worte, 1000 Bilder so. Ja, also je nachdem, wie man das will. Gut, ganz kurzes Beispiel, um das zu illustrieren, habe ich hier eine Gebrauchsanweisung mit Worten. Klappen Sie den Tragebügel 24 nach hinten, dann ziehen Sie die beiden Kunststoffhülsen 23 innen in den Wagen einfach nach oben. Okay? Super. Ich meine, glaubt, wahrscheinlich lernt sie das hier, dass man das so nicht macht. Hoffentlich. Ja, also es wird gemacht, meine Leute kaufen das. Also letztendlich irgendwo hat sich ja einer was dabei gedacht. Gut, dann gibt es eine andere Firma, die macht das ein bisschen anders. Die arbeitet schon ein bisschen visueller. Ja, kennen wir alle. Und das ist jetzt das Bild. Gut, und wenn ich jetzt in dem Bild noch zu dem Bild was zwischen den Bildern kriege oder eine Bewegung, dann kann das so aussehen. Ja, und ich sehe eigentlich, sagen wir mal, der Informationsgehalt oder das, was mir das erzählt, nimmt zu. Heißt nicht, dass man das natürlich besonders gut... Ja, gut. Ja. Wir sehen natürlich auch recht schön, dadurch, dass die Bewegung schon da ist, wir haben über Emotionen gesprochen, die Figur wird und kommt uns gleich viel näher, wenn sie sich bewegt, wenn sie eine Gestik hat, ein bestimmtes Verhalten, einen bestimmten Charakter. Und wir sind schon eigentlich, sag mal, emotional viel mehr drin. So, kleines Beispiel nur, wie das so Stück für Stück ist, das ist noch schön hier. Ja, aber auch hier letztendlich, sag mal, wirklich auch versucht, einen Charakter zu entwickeln. Ja, man hätte ja den Teppich auch einfach aufrollen können, aber man entscheidet sich mit dem Fuß. Also da auch wirklich durch eine Entwicklung von dem Charakter, der ihn irgendwie für uns menschlich macht, brauchbarer, also näher, uns näher bringt, ist eigentlich recht schön, auch so zu arbeiten. Ja, also hier ist ein schönes Beispiel, wie ich vom Wort übers Bild zur Animation komme und da auch ganz unterschiedliche, ja, sagen wir mal, Informationsebenen kriege, wenn ich es mal so nennen würde. Gut, wir können noch einen Schritt weiter gehen und das Ganze sozusagen virtualisieren. Ja, wenn ich jetzt hier eine Anweisung habe, wie ich mein Auto repariere, dann ist das natürlich praktisch. Ja, wobei ich mich natürlich frage, wenn ich das Tablet halte, wie ich dann gleichzeitig was reparieren soll. Aber da kommen dann natürlich die Brillen und so weiter. Aber hier letztendlich mal als kurzes Beispiel, ich kann halt noch einen Schritt weiter gehen und hier auch, vielleicht kommt auch noch eine Animation in der Hand, aber gut, entsprechend, also viele Dinge, die ich reparieren muss und so weiter, es wird ja auch durchaus angewendet und ich meine, inzwischen ist viel bei Logistik betrieben, dass die wissen, wo ist was im Regal, aber wenn man vor Reparatur ist, ist das auch mehr und mehr, und auch da, gut, da kommt eine Hand, da kann man auch ein Stück weit drüber nachdenken. Wie kann man das machen, wie kann man auch dieses Medium nutzen, was sozusagen die Wirklichkeit augmentiert und, sagen wir mal, die Informationen, die ich zu dieser Wirklichkeit dazu brauche, den Leuten geben kann. Ja, ist ganz spannend mit den Händen. Ja, ich habe das nicht speziell wegen der Hände ausgesucht, aber wenn wir die VR-Geschichten und VR-Gaming im Moment betrachten, haben wir auch sehr stark, dass das oft sehr seltsam wirkt, wenn ich in VR, also in Virtual Reality, meinen eigenen Körper sehe. Ja, was aber viele Spiele machen inzwischen, ist, dass man die Hände sieht, aber nicht die Hände selber, sondern meist irgendwelche Handschuhe. Und das schafft auch so eine Abstraktion im Gehirn, der das so wahrnimmt und das nimmt man an. Also ich weiß nicht, wer The Climb schon mal gespielt hat, das neue Spiel, was Crytek auch gemacht hat, da klettert man so einen Berg hoch, also wirklich ganz toll, macht viel Spaß. Ja, sonst traue ich mich Berge nicht hoch, weil ich nicht schwindelfrei bin, aber da ist das super. Und da hat man halt auch so Hände, man guckt halt irgendwo hin und kann dann sich greifen, man kann dann freeclimben an Felsen hoch in der ganzen Welt, die haben verschiedene Locations. Okay, gut. Ja, also wie gesagt, beim Animation, was kann das, was ist bei Animation besonders und was ist Animation überhaupt, ist natürlich immer die Frage, was ist es? Also letztendlich, einerseits ist es so, wie es teilweise unterrichten oder auch an der Filmuniversität unterrichtet wird, ist eine Art Kunstform natürlich. Ja, ist ein Mittel, um Geschichten zu erzählen, Dinge Leuten nahe zu bringen. Das ist immer so ein bisschen die Frage, ist Animation überhaupt ein Genre oder nicht? Aber in dem Moment würde ich schon sagen, es ist ein Genre. Auf der anderen Seite ist Animation natürlich auch erstmal eine Technologie. Weil letztendlich ist es ja nur ein Mittel, um was zu erzählen. Weil ich kann eigentlich alles mit Animation erzählen oder mit Realfilmen oder was immer. Insofern ist es eigentlich nicht wirklich ein eigenes Genre. Aber das ist eigentlich das Spannende an der Animation, dass es beides hat. Ja, das ist sowohl eine technologische als auch eine eigene Kunstform, eigene Handschriftseite hat.
Und das finde ich sehr, sehr spannend daran. Und dann zeige ich einfach ein paar Beispiele auch im Laufe des Vortrags, die da in die Richtung gehen. Ja. Was natürlich noch Animation ist, ein zeitbasiertes Medium, muss man sich mal vorstellen, wir hatten das Wort, das Bild und hier die Animation als zeitbasiertes Medium, das heißt, passiert was über die Zeit und es ist nicht nur so, dass ich es mir schnell angucke, sondern ich brauche eine bestimmte Zeit, um es wahrzunehmen. Beim normalen Animationsfilm ist die relativ fest, wenn ich Richtung Gaming gehe, Richtung Virtual Reality, eine Interaktivität habe, ich zeige nachher noch ein Beispiel, ist natürlich die immer noch eine Zeitverlauf drin, aber den ich natürlich ein Stück weit selber mit beeinflusse. Gut, wie hat Animation angefangen? Ja, ich gehe mal ganz ein Stück zurück. Also ich behaupte immer, Animation hat schon bei den Höhlenmenschen angefangen. Manche Leute sehen das anders, aber viele Höhlenzeichnungen, die wir sehen, da sind oft Pferde mit 8 Füßen oder 16 Füßen. Dann ist immer die Frage, ja, die haben sich vermalt und haben kein Radiergummi oder so. Ich behaupte, dass die Idee war oder dass es sehr wichtig war, bei den Leuten daran halt auch Bewegung schon darzustellen. Weil Bewegung was ist, was ganz wichtig ist. Wenn wir irgendwas anschauen und irgendwas bewegt sich, zieht das sofort die Aufmerksamkeit auf uns. Ja, warum? Als Höhlenmensch, wenn irgendwas sich bewegt, möglicherweise Feind, Flucht oder was bewegt sich, Essen. Ja, also es geht einfach um schiere Überleben, wo mir einfach das was nutzt, dass ich eine erhöhte Wahrnehmung für Bewegung habe. Ja, wir gehen halt nicht mehr auf die Jagd, müssen nicht mehr weglaufen, aber gut, wir sind immer noch Neandertaler teilweise. Ja, und deshalb einfach hier auch so ein paar Beispiele, dass die Menschen auch schon versucht haben, in dieser Zeit Bewegung darzustellen. Ja, obwohl die natürlich keine Möglichkeiten hatten zu filmen, aber hier einfach so ein paar Beispiele, wenn man in die Höhlenmale reinguckt und man wirklich sieht, dass das alles sehr, sehr viel Bewegung eigentlich schon im Einzelbild drin ist und versucht, was zu erzählen. Hier ist das Beispiel mit den 8 Füßen. Ja. Es gibt auch eine Vase sehr früh, die ist im Iran mal gefunden worden, die ist ringsherum bemalt und irgendjemand hat dann die einzelnen Dinge mal einfach hintereinander gehängt und animiert. Also immer auch schon sehr früh, ich glaube, gut, eine der ersten Vasen, die gefunden ist. Also letztendlich die Bewegung und der Versuch, Bewegung darzustellen, eigentlich so alt wie Menschen irgendwie schaffen es, irgendwas abzubilden. Ja. Gut, kleines, fällst du mal kurz auf, halt hier zurück. Ist ein bisschen nicht ganz ernst gemeint, war ein Trailer für ein Trickfilmfestival in Annecy, was sozusagen auch diese Höhlenmensch-Idee und Malen an Höhlenwänden ein bisschen weiter verfolgt. So, jetzt hier muss man. Entertain, Emotion ist da, erzählt auch ein bisschen was, also letztendlich funktioniert. Gut, wie ging es weiter mit Animation? Also ich mache hier keinen chronologischen Abriss, wie Animation entstand und so weiter. Ich mache einfach nur so ein paar Dinge, die ich denke, die so in so einer Logik Sinn machen. Also es ist dann praktisch, Animation ist eigentlich auch schon älter als Film überhaupt, weil es gab sehr früh dieses optische Theater hier von Émile Renault. Er hat dann einfach daran gedreht, die Dinge waren hier einfach bemalt und hat dann die bewegten Figuren auf den Hintergrund projiziert. Ja, und wir sehen, das ganze Medium war Entertainment schon. Ja. Die Leute haben geguckt, wollten unterhalten werden. Also hat noch nie mehr daran gedacht, irgendwie überhaupt dieses Medium zu benutzen, um Informationen oder sonst was zu vermitteln. Das war halt so ein Stück weit der Anfang von Animation. Animation kommt sehr stark aus, wie der Film überhaupt, aus dem Theater, Spektakel und so weiter. Das waren so die grundlegenden Dinge, die uns da, sagen wir mal, die Animationen in einem Entstehen gebracht haben. Ja. Die anderen waren natürlich, die anfangen sehr, sehr technisch sich damit zu beschäftigen, was kann Animation überhaupt, wofür kann ich das benutzen? Da gab es einen Menschen, der hieß Edward Murbridge, ist der ein Begriff? Oh, teilweise. Ja, der hat sozusagen angefangen, gibt eine Anekdote, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das angefangen hat damit, es gab einen, Graf oder was immer das war in England, und da die Grafen irgendwie relativ viel Freizeit haben, haben sich viel Gedanken gemacht, was so man so überlegen kann und hat dann gewettet mit einem anderen Grafen und die Frage war halt, wenn ein Pferd galoppiert, gibt es einen Moment, wo alle 4 Füße in der Luft sind. Ja, weltbewegendes Thema. Aber die Grafen haben es halt nicht geschafft, es selber zu lösen. Dann ist Murbridge auf die Idee gekommen und hat gesagt, okay, ich baue ganz viele Fotoapparate nebeneinander und lasse das Pferd da langlaufen und die lösen im richtigen Moment aus und dann kann ich sehen, was rauskommt. Ja, und er hat praktisch angefangen, Bewegung zu analysieren über diese optischen Apparate und zu gucken, wie funktioniert es. Und hat praktisch Einzelfotos nebeneinander. Es gibt ein tolles Buch, Animals in Motion von ihm, wo man wirklich auch von jedem Tier das sieht. Und es hat wirklich einen schönen Reiz, auch wie das ist. Und wir sehen tatsächlich, es gibt einen Moment im Galopp, um die Frage zu beantworten, wo alle 4 Füße in der Luft sind.
Ja, also das Emergence, Bewegung ist das durchgängige Thema für Animation. Hier, wie kann ich Bewegung analysieren? Ja. Also wenn wir jetzt ein Stück weit gucken und die meisten kennen auch diesen Matrix-Effekt, auch Fotoapparate ringsum gebaut, eigentlich die Merbridge-Technik einfach nochmal genommen. Ja, letztendlich die Wurzeln liegen da viel, viel tiefer. Gut, wir springen jetzt mal ein Stück und sagen, okay, das war die Geschichte. Was kann ich auch mit Animationen im Rahmen Information, Informationsdesign und so weiter machen? Das Beispiel kennen wahrscheinlich alle hier. Das ist der Moment, wo man nicken muss, wenn man das kennt. Nee? Also das ist eigentlich der Klassiker, wo es um Informationsvisualisierung geht. Ja, die Idee bei Informationsvisualisierung ist, ich habe Informationen und muss die in irgendeiner Art und Weise visuell ins Bild bringen. Ja, das kann ich mit einem ganz doofen Diagramm machen oder sonst was. Oder auch more sophisticated. Ja, das ist halt eine der bekanntesten Informationsvisualisierungen. Es geht halt um den Russland-Feldzug im Dritten Reich. Ja, das Braune ist halt die Menge, je breiter die Linie ist, umso mehr sind da langgelaufen. Je dünner die ist, umso weniger. Der Hinweg ist der braune und der unten haben wir noch eine Zeitachse. Ja, wir sehen halt ganz viele in Deutschland losgelaufen bis Moskau und wir sehen, wie viel zurückkam. Ja, also letztendlich ist es mal so ein Beispiel für eins der bekanntesten, das wird jederzeit. Aber okay, nur dass man mal sieht, welche Herausforderungen habe ich bei Informationsvisualisierung? Was sind die Parameter, die ich zeigen will? Wie hängen die zusammen? Und wie schaffe ich das in einer relativ ansprechenden Art und Weise zu machen? Und ich finde, hier sieht man sehr, sehr schön, wie viel losgelaufen sind und angekommen sind. Also, das ist eine relativ, das ist viel Story drin. Ja, in einem Bild. Also das ist auch relativ bekannt und finde ich auch sehr gelungen eigentlich. Gut, kann ich das irgendwie in Animationen übertragen? Kann ich auch Animationen nutzen? Wurde Animation genutzt, um Informationen weiterzugeben? Da habe ich ein kleines Beispiel, das fing dann an so im Ersten Weltkrieg. Gibt ein Schiff, Lusitana, das ist gesunken, von deutschen Torpedos versenkt. Und da waren noch keine Kameras dabei, Periskop gab es auch noch nicht. Also diese App konnte man, um das zu übertragen, und Handys hatte auch keiner dabei. Es gab also kein Bildmaterial, aber die Amerikaner fanden das jetzt besonders wichtig, zu zeigen, wie schlimm die Deutschen sind. Waren sie auch, aber letztendlich trotzdem ist es natürlich, obwohl es Information ist, wie dieses Schiff sinkt, ist natürlich trotzdem auch hier Information. Ich glaube, jede Art von Information, wie die weitergegeben wird, ist immer subjektiv in einer Art und Weise. Immer manipulativ und subjektiv. Ja. Und das ist ein ganz kleines Stück. Die haben einen Trickfilm gemacht. Das war Vincent McKay, der auch viele Comics bezeichnet hat. Der hat praktisch einen Film gemacht, The Sinking of the Lusitana. Und hat dafür praktisch Animation benutzt, um zu zeigen, was man eigentlich nicht zeigen konnte, weil man kein Bildmaterial hatte. Ich mache mal einen ganz kleinen Ausschnitt da. Das ist nicht besonders spektakulär, so ein Ton läuft hier nicht. Aber ja, Versuch, Animation zu nutzen, um Weltereignisse den Menschen nahe und weiterzubringen. Und natürlich emotional transportiert es natürlich auch hier den Grauen des Krieges oder die schlimmen Deutschen, die das machen. Und ja, letztendlich ist ein Stück weit immer eine Emotionalisierung hier auch mit darin, obwohl es eigentlich nur um darum geht, einen Untergang von einem Schiff zu visualisieren. Gut, jetzt springe ich mal ganz, ganz weit. Ja, letztendlich ist ein Genre, was heute sehr, sehr oft genutzt wird und sehr up-to-date ist, das sogenannte Animated Documentary. Hat das schon mal jemand gehört? Die Idee ist sozusagen, normalerweise sagt man ja gut, Animationsfilm wird gezeichnet, da ist nur eine Zeichnung drin, hat sich jemand ausgedacht, das hat mit Dokumentarfilm überhaupt nichts zu tun. Dokumentarfilm ist, wenn ich eine Kamera dahin hinstelle, mich hier filme und das ist es. Das ist objektiv, super, dokumentarisch. Ja. Aber die Kamera zeigt nur mich, die zeigt schon mal nicht sie. Also insofern zeigt sie das. Also auch ein Dokumentarfilm will ich damit sagen, die Einstellung, die Bilder, die ich wähle, das, was ich nicht zeige, das, was ich zeige, wie lange ich es zeige, ist immer subjektiv. Das heißt, da ist immer schon mal eine Haltung hinter. Deshalb kann auch ein Animationsfilm dokumentarisch sein. Ja, es gibt viele Beispiele, auch jetzt in Stuttgart hat ein Dokumentarfilm, in Stuttgart gibt es ein Trickfilmfestival, das ist jedes Jahr an Ende April, Anfang Mai. Ja, also sehr empfehlenswert, da hinzufahren, ist gleichzeitig mit der FMX, das ist sowas wie die deutsche SIGGRAPH. Also da kann man ganz wirklich viel lernen über alle Dinge. Und da hat auch ein deutscher Film den Preis gewonnen dieses Jahr, der sich damit beschäftigt, sozusagen. Es gibt Interviews mit Frauen, die zu DDR-Zeiten in diesen Umerziehungslagern waren und das haben die sozusagen Interviewsequenzen visualisiert. Der hat einen Preis gewonnen. Das ist ein kurzer Ausschnitt von einem Film hier, der heißt Don't Snack and Drink.
Es geht um einen autistischen Jungen. Da war die Idee, die haben den autistischen Jungen interviewt und der wollte nichts sagen und dann ist der plötzlich losgerannt und ist mit der Kamera hinterher und dann läuft er zu diesem Kiosk, wo es was zu trinken gibt. Und das haben die dokumentarisch eigentlich gefilmt und dann haben die es sozusagen überzeichnet und visuell interpretiert und verändert und man sagt auch rotoskopiert dazu. Ja, das ist die gleiche Technologie, die später auch in dem Traumfilm genutzt wurde. Wie hieß er? Egal. Kennt vielleicht ein paar. Da gab es dann nochmal einen neuen von mit Keanu Reeves. Okay. Nicht so wichtig, aber hauptsächlich man sieht sozusagen, wie ein dokumentarischer Ansatz hier im filmisch auch genutzt wird oder mit Art Animation. Also versucht natürlich auch den autistischen Blick ein Stück weit nachzuahmen. Ganz schön, wie hier auch nochmal versucht, durch Animation, durch Interpretation, plötzlich werden da kleine Figuren draus und so weiter, auch versucht wird, sagen wir mal, den Blick und die Fokussiertheit dieses Autistischen auch ein Stück weit ins Bild zu übernehmen und dabei trotzdem noch eine Geschichte zu erzählen über Autismus, über einen Autisten, wie der sich fühlt und so weiter. Gut, Schritt weiter, letztendlich, okay, sag mal, schön, jetzt haben wir einen Charakter und sonst was, wenn ich jetzt ein ganz abstraktes Thema habe, was mache ich dann? Ein kurzes Beispiel hier zeige ich kurz, da geht es praktisch auch um die Erklärung, was ist Empathie im Gegensatz zu Sympathie. Habe ich deshalb ausgesucht, weil Empathie, gerade wenn ich Animationsfilme mache, was relativ Wichtiges ist. Empathie ist ja eine Art Mitfühlen, ja, im Gegensatz zu Mitleid. Bitte den Unterschied beachten, ganz wichtig. Ja, ist auch, Empathie ist eines der wichtigsten Dinge im Storytelling überhaupt, jetzt nicht nur bei Animation. Ja, es geht darum, dass ein Charakter, ein Gegenstand, also sozusagen ein Charakter etwas macht und ich finde eine Beziehung zu mir selber in dem. Das ist ja auch der Grund, wie eine Emotion entstehen kann. Ja? Wenn jemandem was Schlimmes passiert, ist nicht, oh, tut mir aber leid, dass dem was passiert ist, sondern, das ist dann mehr das Mitleid, das ist dann, oh, das kenne ich auch, mir ist so was Ähnliches passiert, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Ja? Das ist das, was uns mitnimmt. Ja. Und hier sehen wir auch einfach, wie einfach dann auch Charaktere und Animationen benutzt werden kann, um so abstrakte Dinge wie Empathie zu erklären. So, what is empathy? And why is it very different than sympathy? Zeig dir mal kurz. Fuels connection, sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with four qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, I'm down. I know what it's like down here. And you're not alone. Sympathy is... Okay. Einfach bis zu dem Moment. Ja, einfach ein kleines Beispiel, wo wir sehen, dass wir durchaus auch ganz abstrakte Themen auch in Animation auch visualisieren, auch emotionalisieren können. Motion and Emotion, ein schönes Wortspiel eigentlich hier, wo wir eigentlich auch sehen, dass Bewegung, ich habe angefangen mit Bewegung, dass sich so durchzieht, wo wir sehen, auch das Wort Emotion hat die Bewegung auch drin. Funktioniert auch im Deutschen, ja, Bewegung bewegt mich. Also letztendlich, selbst da haben wir so eine inhaltliche Parallele. Ja. Es ist ja oft so, dass das Wortspiele auch entstehen aus Zusammenhängen. Ja, das ist eigentlich das Schöne, wenn man über Wortspiele nachdenkt, dass die eigentlich zwar ständig, man braucht sie ständig, aber wenn man so ein Stück weit denkt, wo kommen die überhaupt her? Und da kann man relativ viele Schlüsse draus ziehen. Das ist ganz, ganz spannend. Gut, hat nicht so viel mit Animation zu tun, aber deshalb. Okay, wir haben über Charaktere gesprochen, die ganze Zeit schon ein Stück weit erwähnt. Die Frage ist,
Animation ist so ein Stück weit, wenn meine Studierenden kommen und die fangen dann an, dann versuche ich mir zu sagen, gut, Animation ist nicht irgendwas von A nach B zu bewegen. Ja. Das hier und sag After Effects da, Tool, After Effects hier, bitte mach mir die Interpolation. Dann sage ich immer, ist eigentlich keine Animation. Ja. Animation wird da spannend, wenn es wirklich einen Charakter erzählt. Ja, wenn da eine Beschleunigung ist, wenn da eine Dynamik ist. Normalerweise, wenn ich in After Effects sage, ein Keyframe hier, ein Keyframe da, After Effects rechnet die, After Effects kennt ihr ja. Ich rechne die Interpolation aus, dann rutscht das darüber. Je nachdem, was ich in den Preferences eingestellt habe, hat es vielleicht noch eine kleine Beschleunigung und ein kleines Abbremsen, aber letztendlich, wenn man wirklich Bewegung in der Natur beobachtet, und darauf kommt es ja an, Beobachtung, was wir kennen, Dinge, die sich bewegen, die uns was erzählen, die sind ganz anders, die sind dynamisch, da ist eine Beschleunigung drin, die sind asymmetrisch, die sind eckig, oft und so weiter. Ja. Und Animationen sozusagen in After Effects, wenn man die Interpolation von einem Rechner machen lässt, die wird oft sehr, sehr glatt. Ja, die hat nichts Charakteristisches mehr, nichts Persönliches. Ja, wir haben gesehen, viele Animationen sind mit Hand gezeichnet. Diese Handschrift, das Ungenaue, ja, das ist eigentlich das, was interessant ist. Ja, auch wenn ich Charaktere modelle in einem Programm und mache die ganz symmetrisch, wissen wir alle, das sieht unecht aus, dem glauben wir nicht. Ja, die Welt ist eckig, kantig, beschleunigt, bremst ab. Und das ist irgendwas, was man ein Stück auch in die Animation übernehmen muss. Ja, selbst wenn man nur einfache Dinge von A nach B überschiebt. Wie ist das entstanden, Character Animation, oder gibt es überhaupt Regeln für? Es gibt so ein paar Regeln, die sind von den sogenannten Nine Old Men entstanden. Nine Old Men waren die Animatoren, die so in den 30er Jahren bei Disney gearbeitet haben. Disney war das erste große Animationsstudio, was es geschafft hat, mit Animationen auch Geld zu verdienen. Und es gab natürlich keine Animatoren zu der Zeit, weil das waren dann viel Comiczeichner, andere Zeichner und sonst was. Und die haben halt bei Disney angefangen zu überlegen, wie mache ich überhaupt Animationsfilme. Und die haben auch gesagt, okay, wir brauchen auch Nachwuchs und so weiter und wir müssen uns austauschen. Und die haben dann so praktisch sozusagen einmal in der Woche abends hat einer einen Vortrag gemacht und hat gesagt, ich spreche heute über dieses oder jenes Thema. Und haben dann praktisch sozusagen Prinzipien der Animation dadurch definiert. Ja, also wen das näher interessiert, animationmeet.com, also animationsfleisch.com, da sind auch ein paar von diesen Talks drin, also da kann man durchaus nachlesen, auch worüber die geschrieben haben. Letztendlich sind die aber sozusagen, auf die gehen sozusagen die sogenannten Principles of Animation zurück, wo darin es geht, wo es eigentlich mal ein paar Regeln gibt, wie ich Charakteranimation mache, wenn ich Charakteranimation mache, worauf muss ich da achten. Ja. Und die sozusagen zu diesen Regeln, die jetzt hier stehen gekommen, ich erkläre die jetzt nicht alle, weil Zeit läuft mir schon weg, habe ich gerade gesehen. Aber vielleicht einfach nur das Timing, ob sich Dinge schnell oder langsam bewegen, erzählt oft was auch im Thema Emotion. Ich zeige gleich noch ein kurzes Beispiel, da sieht man das auch. Es gibt so eine kleine Lampe, wenn die langsam hüpft, dann ist die sehr traurig und wenn die sehr schnell hüpft, ist sie sehr fröhlich. Da sieht man schon ganz einfach. Anderes Beispiel ist natürlich einfach eine Kugel, die von links nach rechts durchs Bild läuft. Wenn die ganz schnell läuft, ist es ein Ping-Pong-Ball. Wenn die ganz langsam läuft, ein bisschen hoch geht in der Mitte, ist es der Lauf der Sonne zum Beispiel. Also allein durch Timing kann man auch Dinge benennen und ausdrücken. So, ich zeige einen ganz kurzen Film hier, das ist, damit springe ich auch gleich zu 3D. Einer der ersten 3D-Filme von Pixar. Ja, den wahrscheinlich, wer kennt den nicht? Hm? Kennt den alle? Nee. Okay, dann zeige ich den, Luxor Junior. Einer der ersten Filme von John Lasseter hat die Animation gemacht. John Lasseter ist ein Begriff. Ja, vielleicht auch ganz schön, mit John Lasseter hat bei Disney gearbeitet, so in den 80er Jahren. Ist von Carl Arts, also ein berühmtes Animationsschule, Absolvent, war bei Disney und durfte dann zeichnen und Animationen zeichnen, super toll. Saß in seinem Raum, nebenan im Raum wurde was anderes gemacht, was richtig spannend ist. Wir haben vorhin über Pioniere gesprochen, da haben Leute mit Computern Animationen gemacht und da ist nämlich im Nebenraum der Film Tron damals entstanden bei Disney, war ein absoluter Flop damals. Disney hat gesagt, nie wieder Computeranimation. John Lasseter hat das gesehen, fand das total toll, da kann man tolle Sachen mitmachen, kombinieren mit richtiger Animation, mit der Idee ist er da zu seinem Chef gelaufen bei Disney. Gut, der Erfolg war, wurde rausgeschmissen. Verrückten braucht man nicht. Hatte zur Folge, dass er bei den paar Verrückten gelandet ist, die damals noch bei George Lucas, ILM gearbeitet haben und diesen Film dann als Pixar gemacht haben. Gut, wir wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist, heute CEO bei Disney, also letztendlich. Ja. Wissen, was wichtig wird. Okay, aber hier Luxor Junior, einer der ersten Filme. Ja. Man konnte noch nicht viel machen, also er hat gar nicht erst versucht, Menschen nachzumachen, sondern hat versucht, einfach auch Gegenstände zu machen, denen einen Charakter zu verleihen durch diese Principles of Animation und eine kleine Geschichte zu erzählen. Ja. So, bitte loslaufen.
gibt auch so ein Prinzip, das heißt Overlapping, das heißt, die Bewegung geht immer ein Stück weiter, als sie eigentlich kommt und die Bewegung wird antizipiert. Jetzt sehen wir zum Beispiel hier, die kleine Lampe kommt rein, ist sehr fröhlich. Also ein bisschen das Tempo beachten, wenn es mal ums Timing geht. Alles langsamer, trauriger, Emotionen, ganz einfach, nur durch Timing erzählt. Kann man stundenlang drüber reden, was in dem Film alles drin ist an Prinzipien. Ich habe es schon mal als Beispiel gebracht, wie einfach es ist. Ja? Und wir sehen auch, der Film ist, was ich immer sehr spannend finde, der ist entstanden 85, 86. Das sind eigentlich in Zeiten von der Entwicklung von Computern, ist es eine Ewigkeit. Ja, aber er funktioniert immer noch. Und das ist halt das Storytelling, was da drin ist, was eigentlich das ausmacht. Sehr gelungene Charakterisierung, Anwendung von Principles Animation, die ist einfach sehr universell und funktioniert immer noch. Gut, dann habe ich einfach mal überlegt, Animation, was kann die alles, was kann die im Verhältnis zu anderen Medien oder was macht die besonders? Das ist mit Sicherheit nicht vollständig, was ich hier geschrieben habe, aber es waren so ein paar Dinge, die mir einfach in den Kopf gekommen sind. Ja. Geht einfach um Realitäten erfinden, klar, okay, ich kann in Animationen was machen, was es überhaupt nicht gibt. Ja, Leute können an der Decke langlaufen, ich kann auf den Mond fliegen, einer der ersten Animationsfilme, Georges Méliès, Reise zum Mond. Ich kann mir verrückte Dinge ausdenken, eine Lampe kann lebendig werden und so weiter. Ich kann ganz viel mit Größenverhältnissen arbeiten, sehr spannend. Kann ich eigentlich in anderen Medien, im Realfilm, wenn ich da einen Riesen brauche, gut, dann mache ich es auch bei Special Effects und Animation inzwischen. Ja, selbst da Pandora ist auch komplett fast ein Animationsfilm. Also, ja. Ich kann Dinge transparent machen, kann mehr Einblicke verschaffen. Dinge, die ich sonst nicht sehe, die irgendwo passieren, ich will die erklären, was passiert in dem Motor. Kann ich zwar irgendwie zeigen, wie sich irgendwas dreht, aber was da drin passiert, Ja, auch da habe ich die Möglichkeit, über Animation was zu machen. Animation kann abstrahieren, ja, kann Dinge vereinfachen oder kann Dinge auf den Punkt bringen, einen bestimmten Teil von komplexen Zusammenhängen rausnehmen und die erklären. Ja, es kann reduzieren, ja, und Dinge ganz fokussiert machen. Ja, und auf der anderen Seite, was auch ganz spannend ist, gibt es relativ neu, gibt es sehr viele Simulationstechniken. Ja, wenn ich zeigen will, wie funktioniert irgendwas oder wie könnte, wenn ich irgendwas entwickle, wie könnte das funktionieren in einem richtigen Leben. Ja. Da gibt es inzwischen Programme, die können Dinge simulieren, Mechaniken und so weiter, ohne dass ich die erst bauen muss. Ja, ich kann das eingeben, kann sagen, lauf los, da ist der Motor, dreh das, kann die entsprechenden Koeffizienten einbringen, kann eine Brücke bauen, kann sagen, wenn der Wind drüber weht, bricht die zusammen oder nicht. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, auch eine Art von Simulation zu machen, die dann auch animiert ist. Das ist jetzt keine Keyframe-Animation, die man gemacht hat, aber auch eine Art von Animation, die sozusagen aufgrund von physikalischen Gesetzmäßigkeiten Dinge simuliert und mir zeigt in einer visuellen Art und Weise, ob sie funktionieren, wie sie funktionieren und so weiter. Ja. Hier so ein paar Beispiele halt, Goliath, klein, groß. Ja. Gut, anderes Beispiel, was ich hier habe, wenn es so ein bisschen um Abstraktion und so weiter geht, ist ein Film von einem Castellaner, da war kein Student mehr da, aber er hat auch mehrere Preise gewonnen für den Film. Die Idee war, etwas ganz Abstraktes zu visualisieren. Ja. Und eines der abstrakten Dinge, was wir hören, was aber ständig uns umgibt, zum Beispiel Musik. Wie zeige ich Musik? Ja. Ja, und hier ist praktisch eine Variante, das ist nur ein kleiner Ausschnitt von dem Film, aber dem ist sehr, sehr gut gelungen, hier mit sehr visuellen Animationstechniken auf eine sehr abstrahierte Art und Weise uns zu zeigen, halt, das sollte noch nicht kommen, wie Musik funktioniert. Wie soll es hier loslaufen? Okay.
also auch eine Herausforderung, teilweise gezeichnet, aufgenommen, mit After Effects im Compositing wieder zusammengesetzt. Also ja, darum war zum Geburtstag, glaube ich, von Spohr, am nächsten Mal relativ lang der Film dann. Und, aber man sieht, was man machen kann mit Animation. Ja, war einfach so der Wunsch. Gut, hier, das ist dann praktisch die Transparenz, ich habe es vorher erwähnt. Der Kolben gibt im Ach. Nee, da gibt jetzt gar nichts, aber das kennen alle hier. Ganz simpel, aber auch hier mit Mitteln der Animation, wo ich einfach zeigen kann, wie Dinge funktionieren, weil die plötzlich transparent sind und ich da verschiedene Phasen zeigen kann. Das ist so ein bisschen der Klassiker, kennt wahrscheinlich jeder, aber letztendlich auch hier Animation. Ja. Wie weit es hier mit der Emotion ist, weiß ich nicht. Weil vielleicht berührt es, na gut, wenn man schon so ein Motorliebhaber ist, dann wahrscheinlich begeistert. Okay. Gut, brauchen wir nicht näher. Interessant auch, wir haben so viel über Linie, Handschriften und so weiter gesprochen. Wenn es zu Computeranimation geht, ist die oft sehr glatt und sonst was. Und da gibt es ja auch die Variante, es gibt das sogenannte NPR, steht für Non-Photorealistic Rendering. Ja, das heißt, ich rendere das Bild, was ich eigentlich als 3D-Modell habe, nicht so, dass es real aussieht, sondern ich eine bestimmte grafische Qualität kriege, die mir auch hilft, sagen wir mal, die Information, die ich damit erzählen will, zu visualisieren. Ja, das heißt sozusagen auch durch eine Reduktion der Darstellung, durch eine Abstraktion der Darstellung versuche, Dinge klarer zu machen, als sie ohnehin sind. Ja, also da wirklich Non-Photorealistic Rendering, relativ auch sehr interessantes Gebiet, auch künstlerisch, aber wie gesagt auch hier in der Visualisierung sehr oft genommen. Ja. Also man sieht ja auch oft Architekturmodelle, die auch wirklich versuchen, sich dann wirklich auf die reine Architektur und das Gebäude zu reduzieren und alles andere, was an Texturen und Putz und sonst was da drauf ist, auch wegzulassen. Gut, Simulation hatte ich ein Stück weit darüber gesprochen, das ist ein ganz schönes Beispiel hier, ist gezeigt worden in 3ds Max, ist auch ein 3D-Programm und das ist sozusagen kombiniert mit einem anderen Autodesk-Programm, was sozusagen eine Simulation macht für Wind. Die haben ein Stadion, passt ganz gut zu Fußball, gebaut und wollten halt wissen, wenn da Wind übers Stadion kommt, was ist da, wie ist das gefährlich und so weiter, haben das Modell in 3ds Max gebaut und haben dann da praktisch eine Windsimulation in diesem anderen Programm gemacht, das dann so Daten rausrechnet. Und diese Daten haben sie wieder zurückgenommen in 3ds Max und haben sozusagen die in diesem Modell laufen lassen und haben dann die Windgeschwindigkeiten, die entstehen, wenn der Wind aus einer bestimmten Richtung kommt. Man kann interaktiv den Wind dann verändern, dann sozusagen visualisiert hier mit den Pfeilen. Rote Pfeile ist gefährlich. Ja, wir sehen schon bei der Anzeigetafel, ob das funktioniert. Okay. Und ich glaube, da ist noch ein Cursor. Genau. Das anklicke, sieht man auch, wie der Wind weht. Ja, also hier einfach über Simulation, eine Visualisierung zu schaffen, wie sind da die Windverhältnisse, wenn ich das so baue und funktioniert das oder nicht. Ja, also auch eine relativ spannende Technologie, wo verschiedene Bereiche zusammenarbeiten und an Lösungen für Architektur oder für Stadien arbeiten. Ja. Andere Feld ist ja wahrscheinlich auch relativ bekannt, kommt in der Informationsgeschichte auch oft vor, dass man halt Motion Graphics macht. Ja, und da ist eigentlich, finde ich, relativ spannend, jetzt das Motion Graphics jahrelang so eher so ein 2D-Look hatte oder 2D-Approach. Ja? Und das inzwischen so, also jetzt ist ja das für die neue Maya-Version, wenn wir über Tools sprechen wollen, die haben jetzt sozusagen eine Art Motion-Graphic-Tool da drin, was auch 3D ist. Cinema 4D hat sowas ähnliches. Ja, aber ich fand das hier relativ, ist eine englische Firma, die das entwickelt hat und inzwischen ist es in Maya drin. Und das fand ich also Beispiele sehr, sehr eindrucksvoll, was die sozusagen hier schaffen, mit Motion Graphic in 3D zu machen und da eigentlich auch wirklich, geht da wirklich auch um entweder Informationen, Dinge, die zusammenhängen. Ja, es ist ein bisschen am Rande zu Eye Candy manchmal, aber letztendlich Eye Candy bewegt uns ja trotzdem. Ich zeige das mal kurz. Warte auch mal. Thank you.
Wir haben über Realitäten, Groß, Klein, Abstraktionen gesprochen. Ich finde, das sieht man alles hier sehr überästhetisiert, kann man vielleicht schon fast sagen. Aber man findet all diese Elemente eigentlich hier wieder. Ja? Und auch eigentlich auf eine sehr interessante und bewegende Art und Weise. Gut, kommen wir ein bisschen zur Zukunft. Wie das könnte das aussehen? Und was sind im Moment aktuelle Diskussionen, worüber man bei Animationen, oder wo, was ich meine, wo man Animationen im Moment spricht? Ich bin da auch ganz, ganz subjektiv und was mich interessiert. Also nicht umfassend, aber das, was spannend ist, was passiert, was ich finde. Ja, ist zum einen hier, was ich sage, so Physics-Driven Animation. Das heißt Animation, die in einer Art und Weise prozedural hergestellt wird. Ja, wir haben sozusagen den Klassiker gesehen, Luxor Junior funktioniert so, ich habe das Modell, der Animator geht hin, bringt das in die verschiedenen Posen, gestaltet die In-Betweens und dann wird es rausgerendert. Ja, aber sozusagen, was vorher ausgeht, ist eigentlich die Vorstellung eines Animators, eines Künstlers, der Bewegung beobachtet und versucht, die umzusetzen mit einem 3D-Programm, das es dann sozusagen gerendert und visualisiert werden kann. Ja, die Idee bei prozeduraler Animation ist sozusagen auch, einen Teil der Animation über Algorithmen zu steuern und herzustellen. Ja, der letztendlich zum einen spart es ein Stück weit Arbeit und zum anderen ist es ein Stück weit auch ein Simulationsprozess, hatten wir schon, der Bewegung simuliert. Ja, das heißt letztendlich, auf der einen Seite spart es Arbeit, auf der anderen Seite natürlich insbesondere, wenn es um Computergames geht und ich habe Games und habe eine Figur, die sich sehr viel bewegt in dem Game und muss jetzt alle Bewegungen, die jemals vorkommen können, in meiner virtuellen Computerwelt animieren. Das ist eine Wahnsinnsarbeit und da ist sozusagen auch die Möglichkeit zu gucken, Teil, wie kann ich auch Physics-Driven oder eine Art künstliche Intelligenz schaffen, die mir die Bewegung in den entsprechenden Momenten abnimmt und die für mich verändert. Ja. Das ist alles noch nicht so weit, dass das richtig gut funktioniert. Ich habe so ein ganz kleines Beispiel hier, das ist in Unreal gemacht, wo sozusagen eine Grundanimation gibt, die drin war und in Unreal sozusagen über einen kleinen Kollisionsgegenstand sozusagen die Animation beeinflusst wird und die Animation dann darauf reagiert. Ja, also Unreal 4 ist eine Animation in der Game Engine, die meisten wissen, was es ist, wir wollten über Tools reden. Ja. Ist umsonst, muss man nicht bezahlen. Christi, ja gut, die lachen sich eigentlich nur tot darüber. Aber wir sehen hier sozusagen ganz schön, normal, das, was animiert ist, ist das Laufen und dadurch, dass ich jetzt diesen Kollisionsgegenstand da habe, gut, der wird jetzt hier wild durch die Gegend bewegt, aber es könnte in einem Game irgendwas sein, wo ich drunter herkriechen muss und so weiter, beeinflusst einfach die Animation, ohne dass ich jetzt sozusagen alles extra animieren muss. Ja. Also da kann ich sozusagen wirklich, ja, durch eine Art Physics-Driven Animation da auch die Animation steuern. Und ich denke, gerade was bei Computerspielen ist, die Animation wird immer wichtiger, dass die realistisch ist, dass die uns mitnimmt, dass sie bewegt, dass das ganz immersiv ist. Gelingt hier ganz schön ein Beispiel, wie einem da Technologie oder technische Algorithmen helfen können. Gut, ich weiß jetzt irgendwie noch von Informatikern hier? Okay. Ah, einen, ja. Gut, also. Ja, also da ist so Zusammenarbeit zwischen den Genres und zwischen den verschiedenen Disziplinen auch extrem wichtig. Also gerade bei Game Engines wird es mega, mega spannend, da auch zu kollaborieren. Haben wir also sehr viel im Studium auch, dass wir Leute haben, die stärker also auf der Programmierschiene sind, stärker auf der Ästhetik, der Artist-Seite und die arbeiten halt auch zusammen. Und wenn die gut zusammenarbeiten und nebeneinander, kann das die Arbeit für beide extrem vereinfachen. Gut, ein Stück weiter, je realistischer wir werden, ich zeige gleich ein Beispiel, was ich auf der FMX gesehen habe, was auch vorher auf der GDC gezeigt wurde, wo es darum geht, sehr realistisch mit sogenannten Digital Doubles zu arbeiten. Digital Doubles sind eigentlich digitale Charaktere, digitale Stellvertreter von uns Menschen in der Game Engine oder wo immer. Bevor ich das zeigen wollte, ich ganz kurz das Uncanny Valley, mal ganz kurz, dass ich zumindest mal davon gehört habe. Wer hat schon mal vom Uncanny Valley gehört? Zwei, okay. Uncanny Valley kommt eigentlich aus der Robotik-Forschung. Hat ein Japaner in 70er, 80er Jahre hat er sozusagen die Idee aufgebracht. Deshalb sieht es ein bisschen komisch aus, aber die Idee war sozusagen, wenn ich einen Roboter baue, ja, und sozusagen der Roboter, die Familiarity ist hier sozusagen, wie gerne mag ich den Roboter, wie familiär bin ich mit dem. Ja, und hier gehe ich sozusagen in Human Likeness. Ja, das heißt, je menschlicher der ist, umso mehr akzeptiere ich ihn als Familienmitglied. Ja? 100% menschlich, ja, empfinde ich als eine glückliche, gesunde Person in meinem Leben, wenn da so ein Roboter kommt.
Ja? Wenn man hier so ein bisschen anfängt mit Robotern, wenn die gar nicht menschlich sind, okay, da habe ich so, sind die mir überhaupt nicht nah. Ja? Ich merke halt, je realistischer die werden, umso näher kommen die mir. Ne? Wenn ich jetzt so ein humanoider Roboter oder wenn ich ein ausgestopftes Tier habe, bin ich hier. Ja, aber ich sehe, je mehr ich sozusagen zu meinem 100% komme, je mehr ich zu 100% real komme, passiert plötzlich was, dass da die Glaubwürdigkeit extrem runtergeht. Ja. Hauptsächlich der Fall, weil wir Menschen Experten sind, wie Menschen aussehen, wie sich Menschen bewegen, wie Roboter sich bewegen sollen, wenn die menschlich sein sollen. Ja, jeder von uns ist ein Experte in menschlicher Körpersprache, in Facial Expressions und so weiter. Ja, und wir merken, wenn irgendwas nicht stimmt. Ja, und hier kommen wir in so einen Bereich, wo wir irgendwie merken, irgendwas stimmt nicht, aber sieht fast aus wie ein Mensch. Und da geht halt die Glaubwürdigkeit extrem nach unten. Ja, und das ist das sogenannte Uncanny Valley. Und diese Geschichte sozusagen, weil wenn ich Digital Doubles schaffe, wenn ich virtuelle Charaktere schaffe, die glaubwürdig sein sollen, also menschlich, ja, muss ich über dieses Uncanny Valley weg. Ja. Und ich würde mal sagen, die Technologie ist vielleicht im Moment gerade schon hier irgendwo. Also vor ein paar Jahren war sie ganz tief da unten. Das war alles, was wir gesehen haben und gesagt, gut, das funktioniert überhaupt nicht. Ja. Also so erste Final Fantasy Film, wer sich daran erinnert. Die ganze Zeit war ich damit beschäftigt zu gucken, diese Haare, fallen die richtig oder nicht? Also völlig irritiert und ich habe den Film auch nie geschafft, bis zu Ende zu gucken. Nee, ich habe 3-4 Anläufe und... Ja, aber das ist sozusagen, wir sind eigentlich, sagen wir mal, technologisch dabei, dass wir hier irgendwo langsam hinkommen. Und ich zeige jetzt ein Beispiel davon und das ist ein Beispiel, das ist eine relativ kleine Firma, oder 3 Firmen haben sich da zusammengetan. Okay. Und die haben ein Spiel gemacht, das heißt Hellblade. Und das Witzige ist, das sind auch wieder Firmen, ein paar sehr Firmen aus dem Informatikbereich, sehr artistische, Motion Capture Bereich, Facial Expressions Bereich, Animation, ganze Ding ist gemacht mit Unreal. Und die Idee ist sozusagen hier eine Art Realtime Animation zu schaffen. Das heißt, ich habe es auf der FMX gesehen, es gab eine Schauspielerin, hier, die war auf der Bühne und die hat live gespielt, was hinter ihr passiert. Und das Ganze war in der Game Engine drin. Und sozusagen, sie hat während der Zeit live gespielt, während diese Game Engine die Hintergründe und alles gerechnet hat. Es gab auch die Möglichkeit, die Kamera noch live zu beeinflussen, was sie da nicht gemacht haben. Aber das ist jetzt so eine kleine Aufzeichnung hier, die ist auf der GDC gemacht worden vorher, aber es ist eigentlich die gleiche Performance. Und sie sehen eigentlich, dass die Figur schon, wenn sie gleich kommt, sehr... sehr nah dran ist an der. The moment when you look into the eyes of the one who is supposed to reassure you, make you feel safe. It only takes a little bit of virtuelle Welten. Fear swallows you before you have a chance to make sense of it. And darkness becomes a part of who you are. Die ganze Animation ist sozusagen live in dem Moment gespielt und über Motion Capturing und Facial Capturing übertragen in die Game Engine, die die gleich dann entsprechend bewegt. Whatever's left of him, they will never let him go. I'm not gonna let him rot here. You're the one rotting here. Leave me alone. You will die here. No. And all your suffering no. will be for nothing. Shut up! Wir sehen hier relativ beeindruckend und sehr nah an der Realität. Also wir sehen da, wir sind langsam über das Uncanny Valley weg. Und ist relativ aufwendig natürlich noch von der Herstellung, aber ist natürlich, wir sehen, wo die Möglichkeiten sind. Ja. Ist sehr duster, gut, düstere Games sind immer so ein bisschen en vogue. Aber letztendlich ist alles möglich und relativ spannend und
was da an Technologie entsteht und was da entsteht. Ja, also wen es näher interessiert, ein bisschen längere Berichte findet man im Web auch drüber. Also einfach da nochmal nachgucken. Also sie singt dann auch noch ein Lied, was überhaupt nicht dahin gehört, das ist immer ganz witzig. Aber okay, da die Zeit langsam wegrennt, ein paar Minütchen, gehen wir einen Schritt weiter. So, Virtual Reality ist in aller Munde absoluter Hype im Moment. Ich glaube auch, dass es irgendwo spannend wird und mal gucken, wo das hingeht. Ob es gut, wenn die PlayStation VR kommt, ist da eine größere Zielgruppe da. Im Moment gibt es viele Leute, die sich damit beschäftigen. Es gibt viele Leute, die da Gold wittern, das auszugraben ist, aber Geschäftsmodelle gibt es noch nicht. Es gibt auch relativ wenig Brillen, die frei verkäuflich sind im Moment. Das soll sich demnächst ändern, hoffentlich. Ja, aber letztendlich ist das wirklich ein Thema oder auch interessant, was passiert mit VR und was erlaubt das. Ja. Das Spannende dann mal für uns als Studiengang Animation and Game ist, dass eigentlich alle Genres darin zusammenkommen. Die Interaktivität, die Gestaltung von Räumen, die Animation, ja, die Führung des Nutzers auch durch Räume, Leveldesign, eigentlich alles, was man schon macht, weil die große Herausforderung bei VR ist, ich bin umgeben von einer Wirklichkeit. Wenn ich jetzt eine Geschichte erzählen will, wo weiß ich, wo mein Zuschauer, wenn man noch von Zuschauer reden kann da, viele Leute reden von User oder Player, ich mag Experiencer gerne, aber wo soll der hingucken? Woher weiß ich, dass der da hinguckt, wo er hingucken muss? Also das ist eine große Herausforderung, wie führe ich ästhetisch meinen, weil es gibt auch keine Kamera mehr. Letztendlich, die Kamera ist der Experiencer in dem Moment. Ich weiß nicht, wohin der guckt, wie reagiere ich darauf, wie löse ich diese ganzen Herausforderungen. Extrem spannend, weiß noch keiner, gibt noch keine Regel. Das ist wirklich spannend an der ganzen Geschichte. Spannend auch diese Anwendung im Europapark Rust, weil ihr habt alle davon gehört. Die haben sozusagen in der Achterbahn das ganze Ding eingebaut. Weil ein großes Problem bei VR ist halt, dass man sozusagen eine Bewegung vorgegaukelt kriegt, die der Körper gar nicht macht. Ja, das heißt, unsere Augen, unser Gehirn hat im Endeffekt kriegt eine ganz andere Information als der Gleichgewichtssinn in unseren Ohren. Führt dazu, dass viele Neuen fürchterlich schlecht wird, wenn die VR haben. Wie umgeht man das? Nächste Herausforderung, aber hier ganz spannend, wie man es umgeht. Man setzt die Leute in die Achterbahn und synchronisiert die Bewegung, die in der virtuellen Welt passiert, mit der Bewegung der Achterbahn. Das heißt, wenn die eine Linkskurve macht, mache ich das da auch. Und das funktioniert wunderbar, da wird keiner krank. Also gut, wer Achterbahn sowieso nicht mag, sowieso, aber. Und die haben sozusagen eine alte Achterbahn genommen, mit der keiner mehr fahren will, weil, okay, gibt inzwischen coolere, weil ich glaube, Europa Park Rust ist eigentlich nur da, um Achterbahnen zu verkaufen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die haben praktisch diese Technologie da entwickelt, um das einfach mal auszuprobieren. Funktioniert sehr gut. Also. Gut, aber abseits vom Entertainment gibt es viele Firmen, die sich da auch kümmern und auch Dinge machen. Es gibt eine Initiative von Crytek, wo wir jetzt auch Mitglied sind bei VR First. Und ich zeige ein ganz kurzes Beispiel von einem VR-Projekt, was letztes Semester bei uns entstanden ist. Das ist ganz witzig, ich sitze mit meiner Brille auf einer Toilette und werde dann auf dem Raumschiff gebeamt, weil die Aliens halt rausfinden wollen, ob man wirklich ein intelligentes Lebewesen ist. Die suchen halt Intelligenz, wie immer so. Ja, und sind halt auf dem Raumschiff, suchen Intelligenz, ich werde da hochgebeamt und muss halt beweisen, dass ich intelligent bin oder nicht. Gut, wenn ich es nicht bin, weiß man, was mir dann passiert bei den Intelligenzen. Gut, ich zeige ein ganz kurzes Beispiel. Also natürlich muss man es in VR überlegen, es reagiert auch ein Stück weit auf den Zuschauer, aber letztendlich mal so ein bisschen kurz. Nächstes Testobjekt, MON 800. Wie soll ich hier bitte meinen Job machen, wenn du ständig meine Testsubjekte kaputt machst? Kannst du mich verstehen? Anmerkung, der Kopf des Subjekts befindet sich oben. Ah, der Flur ist auch mit hochgebiet worden, natürlich. Kannst du mich verstehen? Du reagierst auf mich. Wenn du mich verstehen kannst, schüttel deinen Kopf. Ich wusste es, du kannst mich verstehen. Das ist einfach großartig. Korrektur. Das Subjekt hat nur deine Bewegung imitiert. Ignoriere die blöde KI einfach. Ich weiß, dass du mich verstehen kannst. Hey, was ist das für ein Ding, auf dem du da sitzt? Warte, lass mich ran. Ah, natürlich, eine Ladestation. Ja, das Ganze geht ein Stück weit weiter, man muss halt noch Basketball spielen und beweisen, dass man intelligent ist und die KI sieht das eigentlich nicht ein. Aber durch einen dummen Zufall gelingt es am Ende natürlich doch zu entkommen. Man ist am Ende wieder auf dem Klo und dann kann man natürlich so ein kleines Fenster an der Seite gucken ins Nachbarklo. Das ist dann der kleine Roboter.
aber wirklich ganz, ganz spannende, nette Geschichte. Ja, wer mehr an VR und an Produktion interessiert ist, kann gerne zu uns kommen. Anfang Juli, am 11. Juli machen wir so eine kleine Präsentation von allen VR-Sachen bei uns auf dem Campus. Alles zum Ausprobieren. Also wer Lust hat, ist gerne eingeladen und willkommen. Gut, nächste Zukunft ist ein bisschen was, was sehr spannend sein kann oder was auch passiert ist. Virtuelle Cinematografie ist jetzt nicht direkt 1:1 auch Animation, aber hat ein Stück weit natürlich damit zu tun. Ja. Ein Beispiel, virtuelle Cinematografie heißt einfach, dass ich auch, sag mal, Dinge, Realitäten schaffe und auch zusammensetze und auch praktisch in der Cinematografie, wo ich sonst die Realkamera habe, nur reale Dinge auch sozusagen virtuell arbeite. Ja, also Avatar, einer der ersten Filme, die extrem mit virtueller Cinematografie fanden. Ein Stück weit hier auch Beispiel Dschungelbuch, also auch relativ spannend, was die gemacht haben. Von der Technologie und der visuellen Anmutung Film sehr überzeugend, von der Story finde ich irgendwie so lungen, aber okay. Wer hat ihn gesehen? Die meisten, ne? Genau. Ist halt okay, aber die Idee da ist sozusagen auch, dass Dinge zusammengebracht werden, dass sozusagen vor Bluescreen gedreht wird und dass das sozusagen live auch schon in die Dinge sozusagen in dem Moment mit eingebracht wird. Das sind ja so die beiden Monitore nebeneinander. Ja, also auf dem einen, na gut, wenn das Licht ausmachen würde, würden wir das sehen. Auf dem einen Monitor halt vor Bluescreen und sozusagen gleich parallel wird das komplett auch gleich gematcht in den möglichen Hintergrund, wie es aussieht, dass man gleich die Kontrolle hat. Gut. Ja, also nicht besonders neu, aber in dem Moment, ich wollte es zeigen deshalb, weil die auch eine Technologie nutzen, die ich gleich, gut, ist ein bisschen falsch sortiert hier, die ich gleich nochmal zeigen wollte, nutzen nämlich eine Technologie, dass sie sozusagen auch die Welt erstmal aufgebaut haben und im Studio, praktisch auch mit einem iPad, ich zeige dir nochmal eine andere Anwendung davon, sozusagen das iPad anmachen können im Studio und rumgucken können und sehen die richtige Welt, wie sie nachher ist. Ja? Hat den großen Vorteil, ich kann irgendwo hingehen und sagen, okay, was ist hier, ist der Baum, hier muss Schatten sein und kann die Beleuchtung danach einstellen, ja? Kann irgendjemandem sagen, auch den Schauspielern, da ist das, wenn du da hinguckst, ist das, weil wenn das iPad dahin, okay. Und kann sozusagen da auch praktisch diese virtuelle Welt, die ich da geschafft habe, schon, sag mal, beim Dreh beobachten. Weil das Problem ist ja oft, vor Blau zu drehen, keiner weiß, wo was ist. Ja, und da auch mehr Informationen zu schaffen, um das hinzukriegen. So, ich speed jetzt mal hier ein bisschen ab. Gut, machen wir das eine am Ende, weil dann ich kurz umstöpseln muss. Ganz kurz, wenn es um Tools geht, ganz simple Tools, mit denen man Animationen machen kann, gibt es relativ viele inzwischen im Internet. Ein Beispiel hier nur, Project Draco von Autodesk. Autodesk ist eine ganz spannende Firma, die macht auch viel Forschung in dem Bereich, was kann man machen, was gibt es an neuen Dingen. Und eins ist dieses Project Draco, da kann ich einfach, sagen wir mal, auf dem iPad Dinge malen in verschiedenen Leveln und der bewegt die sofort. Es gibt ganz simple Algorithmen, mit denen ich Dinge in Bewegung setzen kann. Ist im Moment noch so im Forschungsstadium, aber wenn man Autodesk eine Mail schreibt, kriegt man für sein iPad irgendwie eine Freischaltung und kann sich das installieren und damit arbeiten. Ja, wir sehen hier irgendwie zwei Beispiele, die sind wirklich, das ist in Minuten gemacht. Ja, also gerade wenn es um, so, ich habe zwei technische Beispiele aus, du kannst natürlich auch ein bisschen gestalterischer machen oder auch seine Weihnachtskarten damit gestalten, die ein bisschen animiert sind, wie auch immer. Kannst als Movie rausrendern, aber es ist ein relativ simples Tool, kann man in verschiedenen Leveln Dinge machen und die fangen sofort an, sich zu bewegen. Also es ist gut, ist auch ein Stück weit in Entwicklung, die sind auch auf Feedback angewiesen, aber finde ich ganz spannend. Ja, also gerade wenn man jetzt sagt, okay, ich bin kein Animator, aber ich will Geschichten erzählen, will Dinge visualisieren, wie kann ich das machen? Also da auch so nach solchen Tool-Dingen suchen. So, jetzt stöpsel ich hier schnell um und während ich umstöpsel, das Ganze, was ich jetzt zeige, ist ein Projekt von Google. Und zwar hat Google sozusagen Google Spotlight Stories gemacht. Also, wer hat da schon mal von gehört? Niemand, okay. Ja. Kann man auch auf YouTube angucken. Und zwar ist das, was ich zeige, sozusagen, sie arbeiten zusammen mit verschiedenen Firmen. Und was ich hier zeige, ist in Zusammenarbeit mit Aardman entstanden, also einem relativ bekannten Animationsstudio in Bristol. Und die haben sozusagen eine Geschichte gemacht. Die Idee ist, ich habe eine Art 360-Umgebung, also 360 Grad. Und in dieser 360-Grad-Dinge passieren Geschichten. Ja, die Herausforderung ist ja, jetzt mal kurz zum Unterschied, es gibt ja 360-Grad-Movies, haben ja auch schon viele gehört. Da ist sozusagen, kann ich mich umdrehen, irgendwo hingucken und alles läuft ab. Wenn ich irgendwas verpasse, ist es weg. Die Idee hier ein Stück weit ist natürlich zu gucken, dass die Geschichte trotzdem funktioniert. Das heißt, Google Spotlight ist halt ein Stück weit auch interaktiv. Das heißt, es gibt Trigger-Events. Das heißt, das Programm oder die Geschichte wartet, bis ich auf einen bestimmten Punkt gucke, und läuft erst dann weiter.
Ja, und das erlaubt mir halt da wirklich relativ interessante Sachen zu machen. Und das Ganze funktioniert natürlich auch mit einer Brille, aber funktioniert hier halt auch. Ja, wir sehen, sobald ich anfange zu gucken, läuft das hier los. Das muss jetzt so ein bisschen laden und reagiert dann auf die... Vielleicht fängt es an. Okay, jetzt bin ich in meiner Geschichte drin und jetzt kann ich mich hier umgucken. Es passieren ganz viele kleine Geschichten, das ist ganz witzig, so im Atmen-Style. Und er merkt auch, jetzt bin ich wieder bei ihm. Jetzt fängt er halt an, da Dinge zu machen. Wenn ich ihn jetzt laufen lasse, dann macht er nichts, aber der wartet, bis ich hinterherkomme. Ja, ich kann auch zwischendurch mal gucken, was da oben. Okay, ist gerade nichts los. Da ist er wieder. Ja, da geht er rein. Und sozusagen erwartet, ich kann jetzt auch sozusagen mal gucken, was auf der anderen Seite alles passiert, mache ich nicht, aber da ist was runtergefallen, okay, wo kommt es woher? Und nochmal, okay, wir wollen natürlich wissen, was da oben ist, mal gucken, okay, da ist, ja, jetzt können wir sozusagen der Geschichte hier folgen, ja, wir können auch natürlich gucken, nach unten, er ist jetzt gerade verschwunden, okay, taucht dann später wieder auf, ja, und ich kann halt je nachdem, wo ich halt hingucke, sehr schön. Da wieder, ja, also sozusagen. Ich kann also sozusagen hier meistens auch zwei verschiedene. Ich kann entweder dem Hausmeister folgen oder nur dem Weihnachtsmann oder kann das auch entsprechend mischen. Oder wenn ich natürlich wissen will, was auf der anderen Seite passiert, kann ich mir das auch angucken. Ich kann da sehr interaktiv in dieser Geschichte mich bewegen und der Geschichte folgen, dem, was mir interessiert und einfach viele tolle Sachen entdecken. Ja, also eine relativ spannende, witzige Technologie. Und ich kann natürlich nicht nur Geschichten damit erzählen, sondern auch Zusammenhänge und technische Dinge und so weiter erzeugen. Gut, einfach mal, kann man sich runterladen, selber ausprobieren. Einfach so als Empfehlung. Gut, Musik läuft weiter. Und ich glaube, dann sind wir auch schon auf der letzten Fragefolie angekommen. Okay, so wie ihr könnt. War. Gut, okay. Ja, war jetzt wirklich so ein Schnelldurchlauf von Ideen. Ich habe versucht, einen kleinen roten Faden zu kriegen. Dann bedanke ich mich soweit und wir machen die Fragerunde. Ja.